Ist Ihnen das schon mal passiert? Sie haben das Smartphone Ihres Partners in der Hand, Sie schauen so drauf und sehen ein paar Nachrichten oder Mails. Nicht schlimm soweit. Es sei denn, Sie finden da etwas Belastendes und es kommt zum Streit. So ein Fall ist tatsächlich vor kurzem vor Gericht gelandet. Was meinen Sie? Dürfen Sie einfach so die Mails lesen? Darf jemand Ihre Nachrichten lesen? Was mache ich, wenn es um meine Privatsphäre geht? Privatsphäre, auch in Beziehungen ein Thema. Jonas ist in letzter Zeit mit seinen Gedanken immer woanders. Seine Freundin Marie wird langsam skeptisch. Also nutzt sie die Gelegenheit und loggt sich in seinen Account. Das Passwort hat sie vor Urzeiten mal mitbekommen. Und tatsächlich findet Marie Flirtmails von einer Elise. Doch Jonas ertappt sie und ist sauer. Seine Mails gehen sie nichts an. Marie fühlt sich im Recht, sonst hätte sie nie die Wahrheit erfahren. Fremde E-Mails lesen. Ist das vielleicht sogar strafbar? Das ist natürlich eine schwierige Situation. Wenn ich einen Verdacht habe und mein Partner sein Passwort einfach nie ändert, da kann ich doch mal kurz in die E-Mails reingucken, oder? Wie das moralisch ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie ist die rechtliche Situation? Stimmt A, nur wenn man fremde E-Mails veröffentlicht, drohen Strafen? Oder B, ja, das ist strafbar. Es fällt unter Abfangen von Daten. Oder C. Nein, wer mit Passwörtern zu offen umgeht, ist selber schuld. Was tippen Sie? Galileo-Reporter Matthias Fiedler hört sich um. Wie geschützt ist die digitale Privatsphäre? Also ich sag B, dass es strafbar ist, weil es ist ja die Privatsphäre von einer Person und die sollte nicht verletzt werden. Auf jeden Fall B. Das macht man nicht. Macht man nicht oder ist es strafbar? Das ist eigentlich schon quasi strafbar. Das geht ja keinem was an. Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht strafbar, weil es ja mein Partner ist. Aber es ist nicht gut. Also ich würde es jetzt nicht machen. Datenabfangen ist kein Kavaliersdelikt. Die Dame hat sich mit einem gestohlenen Passwort heimlich Zugang zu einem Postfach verschafft. Das ist ungefähr so, als ob ich einen Brief aufmache, der gar nicht an mich adressiert ist. Also auch E-Mails fallen unter das Fernmeldegeheimnis. Wer fremde E-Mails liest, macht sich strafbar. Richtig ist also Antwort B. In der Schweiz wurde eine Frau verurteilt, weil sie die E-Mails vom Ehemann heimlich gelesen hatte. Er klagte und sie musste umgerechnet 1.600 Euro Geldstrafe zahlen. Nächster Fall. An der Kasse soll die Kundin ihre Tasche kontrollieren lassen. Es könnten ja geklaute Sachen drin sein. Muss sie ihren Tascheninhalt zeigen? Ist doch ihre Privatsache. Oder hat er als Kassierer da andere Rechte? Aus Sicht des Ladens ist das natürlich verständlich. Die wollen Diebstähle verhindern. Aber für mich als Kunden ist es natürlich höchst unangenehm, da vor allen Leuten durchsucht zu werden. Ja, es kann ja nicht sein, dass ich, nur weil ich eine große Tasche dabei habe, da gleich an den Pranger gestellt werde. Muss ich diesen Eingriff in meine Privatsphäre zulassen? Oder kann ich einfach selbstbewusst sagen, nö, mache ich nicht? Raten Sie mit. Ist es A, gegen meinen Willen darf die Tasche nicht kontrolliert werden? Oder B, ich muss die Tasche zeigen, sonst kommt der Ladendetektiv. Der darf kontrollieren. Oder C, die Kontrolle ist erlaubt, weil es in den Hausregeln steht. Ich würde sagen C. Wenn es in den Hausregeln steht, dann dürfen die es auf jeden Fall kontrollieren. Die selbst dürfen nicht die Taschenkontrolle durchführen, aber wenn sie dann Polizei oder Ladendetektiv holen, dann dürfen sie es schon machen. Ich glaube C, Kontrolle ist erlaubt. Ich schätze mal, dass ich gegen meinen Willen muss ich die Tasche nicht öffnen. Ja. Stimmt, Antwort A ist richtig. Eine Taschenkontrolle ist keine Pflicht. Man kann selbst entscheiden, ob man der Bitte des Ladenpersonals nachkommt. Gegen meinen Willen läuft hier also gar nichts. Eine Taschenkontrolle wäre eine Verletzung meines Persönlichkeitsrechts. Und selbst wenn der Laden ein Schild aufhängt, große Taschen verboten, heißt das noch lange nicht, dass sie meine Tasche dann einfach durchsuchen dürfen. Taschen kontrollieren darf nur die Polizei. Aber auch nur, wenn es einen Verdacht gibt. Das ist der Fall, wenn Mitarbeiter einen Diebstahl konkret beobachtet haben oder wenn es am Ausgang piepst. Das Personal kann dann den Kunden aufhalten, bis die Polizei da ist. Nächste Situation. Dieses Mal fragen wir, was der Vermieter darf. Der hat sich heute zum Vermessen der Zimmer angekündigt, denn er will die Wohnung verkaufen. Ein berechtigter Grund, die Wohnung zu betreten. Der Vermieter braucht aber auch Fotos für eine Internetanzeige. Doch die Mieterin möchte nicht, dass fremde Menschen ihre Möbel oder persönlichen Bilder sehen können. Da fühlt sie sich gestört in ihrem persönlichen Bereich. Die
Wohnung ist natürlich reine Privatsphäre. Privater geht's ja gar nicht. Da will ich keine Fotos im Internet sehen. Aber der Vermieter hat natürlich auch Rechte. Der will die Wohnung verkaufen, der braucht Fotos. Schwierige Situation. Darf er knipsen oder nicht? Was ist hier wohl richtig? Ist es A, der Mieter darf dem Vermieter das Fotografieren verbieten? Oder B, der Vermieter hat ein Besichtigungsrecht und darf sein Eigentum fotografieren? Oder stimmt C, der Vermieter darf nur neutrale Zimmer wie Küche und Bad fotografieren? Ja, der Vermieter darf generell nicht in die Wohnung, solange ich dort Mieter bin, ohne meine Erlaubnis. Und schon gar nicht fotografieren? Das schon gar damals nicht. Ich sag B, weil es gehört ja ihm, es gehört nicht mir und er muss ja die Wohnung weiter vermieten. Und wenn ich ausziehe, dann hat er das Recht auf das. Und deine ganzen Möbel, das Himmelbett, die Pferdeposter hängen doch noch da. Ja, sehen doch halt die Leute. Ja. Ich meine, ich hab Stil. Ich glaube nur neutrale Zimmer. Nur einer lag richtig. Antwort A stimmt. Der Vermieter muss mit seiner Kamera draußen bleiben. Meine eigenen vier Wände, meine Wohnung sind durch das Grundgesetz geschützt und dagegen kommt auch nicht das Eigentumsrecht an, auf das sich der Vermieter berufen könnte. Wenn Fotos von meiner Privatsphäre im Internet erscheinen, dann können das alle sehen und das muss ich nicht hinnehmen. Der Vermieter zieht den Kürzeren und muss sich damit begnügen, mit Außenaufnahmen oder Grundrissen die Wohnungsanzeige aufzumotzen. Vom Foto zum Film. In anderen Ländern gehören sie fast zur Autogrundausstattung. Dashcams, die alles während der Fahrt filmen. Wozu? Falls es mal zum Unfall kommt, kann man seine Unschuld mit den Aufnahmen beweisen. Doch Dashcams sind bei uns umstritten, denn sie filmen unbemerkt andere Autofahrer, Radler oder Fußgänger. Eben alle, die ihnen vor die Linse geraten. Deshalb reagieren manche Verkehrsteilnehmer sehr empfindlich. Aber hat man eine Chance, wenn man nicht in irgendwelchen Filmchen auftauchen möchte? Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation wie damals mit Google Street View, als die auch ganze Straßenzüge abgefilmt haben und dann Leute gesagt haben, hey, das will ich nicht, ich bin da zu erkennen, pixelt mich. Wie ist das mit so einer Dashcam? Darf ich da alles filmen, was mir im Verkehr begegnet oder kann mir das jemand verbieten? Was meinen Sie? Ist es A, das Filmen von anderen Verkehrsteilnehmern ist verboten? Oder B, wenn sich jemand beschwert, muss man die Aufnahme löschen? Oder C. Es ist nur legal für private Zwecke oder als Beweismittel. Man sollte nicht andere Menschen gegen den Willen oder ohne Erlaubnis aufnehmen. Ich würde B sagen. Also wenn man sich beschwert, kann man es dann rauslöschen. Ansonsten, wenn sich keiner beschwert, kann man es eigentlich lassen. Hm. Ja? Ist dir schon mal passiert? Hätte ich schon mal heimlich jemand mit so einer Kamera beim Autofahren gefilmt? Nee, noch nicht. Also würde mich auch nicht stören. Nee. Da würde ich auf jeden Fall C sagen. Weil die dir auf jeden Fall helfen kann, wenn du einen Unfall hast oder so. Du kannst das als Beweismittel nehmen, bist aus der Sache raus. Richtig. Es ist nur legal für private Zwecke oder als Beweismittel. Freies Filmen für freie Bürger. Ich darf in meinem Auto drehen, was ich möchte. Schöne Landschaften, Straßenverkehr und auch Fußgängergruppen. Solange ich das nur für mich privat nutze. Wenn ich es veröffentliche, dann kriege ich ein Problem. Das verbietet nämlich das Datenschutzgesetz. Und da drohen Strafen bis zu 300.000 Euro. Zum Privatsheriff darf auch keiner werden. Das wurde im sogenannten Knöllchenhorst-Urteil beschlossen. Der Mann zeigte regelmäßig Verkehrssünde an, obwohl er selbst nicht betroffen war. Das Filmen wurde ihm per Gericht verboten. Bei der nächsten Frage geht es um Rundmails. Marie schickt eine Einladung an mehrere Leute. Alle notwendigen Adressen tippt sie ins Anfeld. Ist doch praktisch. So sieht jeder gleich, wer sonst noch zur Party kommt. Doch es dauert nicht lange, da kommt die erste Beschwerde. Der Empfänger mag nicht, dass alle auf seine E-Mail-Adresse zugreifen können. Ist das nur ein digitales Fettnäpfchen? Kann der Absender da vielleicht sogar belangt werden? Was davon stimmt? A. Es ist eine E-Mail-Panne, aber ohne Bußgeld. Oder B. Es ist eine unbefugte Datenübermittlung und kann teuer werden. Oder ist es C? Wenn man sich danach entschuldigt, ist die Sache vom Tisch. B auf jeden Fall, weil das ist ja unbefugt. Ne? Das geht ja keinem was an, wenn es dann jeder mitbekommt. Aber war ja keine böse Absicht, du hast es halt einfach ins falsche Feld eingetragen. Ne? Trotzdem kann passieren, aber das ist ja trotzdem private Sache. Ne? Schon mal passiert? Ja, auf der Arbeit, ja, da habe ich eine Abmahnung bekommen. Ja? Auf der Arbeit ja. Sogar und eine Abmahnung, ja, gekriegt. Boah. Ich würde sagen, wenn man sich entschuldigt, ist die Sache über den Tisch.
Pech, sage ich mal. Ist passiert und kann man nichts dagegen machen. Gibt's kein Bußgeld? Würde ich jetzt nicht sagen, nein. Antwort B stimmt. Es ist eine unbefugte Datenübermittlung. Ein offener E-Mail-Verteiler kommt vielleicht häufig vor, ist aber ein absolutes No-Go. E-Mail-Adressen sind personenbezogene Daten und dürfen nur mit Einwilligung des Besitzers veröffentlicht werden. Sonst drohen bei Klagen Bußgelder. Deshalb einfach ins Blind-Copy-Feld die E-Mail-Adressen eintragen und schon sind sie für die anderen nicht mehr sichtbar.